Hallo, mein Name ist Gabirano. Ich bin Comedian seit 2 Jahren. Und ich muss sagen, ich habe mich recht gut abgefunden mit der ganzen Situation, weil in den letzten 2 Jahren hat es nicht wirklich anders ausgesehen bei mir. Einfach daheim chillen, Fett reinrauchen und ab und zu Nahrung holen und dann wieder pennen. Einfach, dass ich jetzt Menschenleben rette. Das ist geil. Das ist also ich habe einen Kollegen angerufen, ich so, hey, wie geht's dir, Großmutter? Er so, hey, gut, wieso? Und ich so, ah, nein, nur so. Nur wollen schauen, ob ich meine Arbeit richtig mache. Und dann habe ich meine Decke genommen und bin zurück gepennen. Zurück zur Arbeit. Ich habe dann auch geklatscht, natürlich. Ich habe auch geklatscht. Mehr für mich, weil ich mache ja auch etwas. Wir sind am Menschenleben retten. Aber dann habe ich gemerkt beim Klatschen, es ist voll Mainstream geworden. Es macht irgendwie jeder, quarantänieren und so. Und ja, nach 2 Jahren habe ich ein bisschen ausgelutscht gefunden. Und ich habe dann gedacht, ich fühle mich jetzt nicht mehr so speziell. Dann habe ich sogar auf Bewerbungen suchen. Also ich habe Bewerbungen geschrieben. Ich habe schon die erste Absage bekommen. Ich will ja aus dem Haus kommen, weißt du, so arbeiten draußen. Die erste Absage habe ich auch, ja. Merci für die Absage, Müllabfuhr Zürich. Ich habe gedacht, ich habe das gute Job. Jetzt kann ich einfach joggen, also ich laufe. Ich bin genauso schnell wie Joggers beim Laufen, wegen meinen riesen Schritten. Ich merke, es sind mega viele Joggers draußen. Es sind wenig Leute draußen, aber Leute, die draußen joggen, entweder oder sind komische Leute. Oder Polizisten, mega viele Polizisten. Ich weiß nicht, ich fühle mich unwohl. Was ist am passieren? Es sind so viele Polizisten. Und mit all diesen Leuten draußen, mit all diesen komischen Leuten vor allem, habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt letzte Nacht, als ich heimgelaufen bin. Vom Kollegen. Ja, ich bin mit dem Kollegen, sorry. Aber wir sind alle gut quarantäniert. Oder quarantäniert, ich weiß nicht, Quentin Tarantino, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Und ich bin am Heimlaufen gewesen. Und ich habe natürlich auch Fett reingeraucht bei ihm. Und es hat sich nicht geholfen, das Ganze, weil es war zu ruhig in der Nacht. Und hinter mir habe ich jemanden gehört laufen. Und ich habe mich voll gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, die Person hinter mir will mich umbringen. Das ist so eine logische Überlegung. Ich weiß nicht, das ist meine Paranoia. Ist einfach dann ist so, aber ist verständlich, weil eigentlich sollten ja alle daheim sein. Und ich bin vorhin draußen gewesen, habe gemerkt, dass sie schräge Leute draußen. Die Person hinter mir hat mir Angst gemacht, okay. Und ich bin am Laufen gewesen. Es ist nicht wie bis zu mir heim. Und ich habe einfach gemerkt, okay, die Person folgt mir sicher seit 30 Metern. Vielleicht hat sie es einfach eilig, weil ich mache ja riesen Schritte. Das ist ja nicht normal, dass ich einfach mal mithabe, 30 Meter lang. Irgendwann hätte sie so abschütteln. Oder nicht? Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach überlegt, okay, vielleicht hat sie es eilig, es ist kalt draußen und sie läuft auch schneller, die Person hinter mir. Oder vielleicht ist es einfach eine grosse Person, die grosse Schritte macht. Oder, es ist ein Auftragskiller. So habe ich überlegt. Es ist ein Auftragskiller. Oder, es ist eine Person, die bis heim folgen und dann die Nahrungsvorrat klauen oder die WC-Papier. Ich weiß nicht, ich habe einfach komisch überlegt in dieser Nacht. Und ich war am Laufen gewesen und ich habe bis dann immer noch nicht hinterher geschaut, weil ich wollte ja nicht zu auffällig hinterher schauen. Weil wenn es ein Killer wäre, dann würde ich gut wissen, oh, ich weiß, wer er ist. Und das wollte ich ja nicht machen. Und zu auffällig hinterher schauen habe ich nicht können. Also ich war am Laufen gewesen und habe einfach den gemacht. Ich habe nicht genug hinterher geschaut. Ich habe nur den gemacht, nur 90 Grad, so. Toter Winkel ist hier. Ich habe so einen Schatten gesehen. Ich habe nicht einschätzen, ob die Person fähig ist, mich umzubringen. Ich habe einfach gesehen, der Schatten, okay, es ist ein Schatten.
Es kann alles können. Es kann alles. Und das zweite Mal hingehen schauen, habe ich nicht können. Weil, hätte ich das zweite Mal hingehen geschaut und das Killer wäre gewesen, hätte ich gewusst, oh, shit. Meine Zielperson weiss, und der hätte weniger Zeit, der wäre einfach schnell gestorben. Weißt du nicht mehr? Der wäre, also habe ich ihm einfach, habe ich mir Zeit gelassen. Und natürlich, das zweite Mal hingehen schauen, hätte eine normale Person, wenn es jetzt kein Killer wäre gewesen, die Person hat sich einfach unwohl gefühlt. Das wollte ich auch nicht, wollen, dass die Person sich unwohl fühlt, weißt, dass ich einfach so zweimal hingehen schaue. Dann hat sie gedacht, okay, der vor mir meint, ich bin ein Killer. Und das wollte ich auch nicht. Ich wollte nicht, dass er denkt, dass ich ein paranoider Psycho bin. Also habe ich einfach, ich habe mich gestellt. Ich habe einfach gesagt, okay, Gabi, weißt du, du bist 22. Du hast ein cooles Leben gehabt bis jetzt, ohne Scheiß. Wieso nicht? Weißt du, so, wenn das jetzt der Moment ist, also, lass einfach den Moment sein und akzeptiere es einfach. Lass ihn einfach auf dich zukommen. Und ich unbedingt müssen wissen, ob ich mich jetzt umbringen oder nicht. Ich weiß nicht, ich war einfach so in dem Trip gewesen, voll. Da habe ich einfach so da, als würde ich meine Schuhe binden. Ich habe einfach gedacht, okay, entweder läuft er an mir vorbei oder ich spüre ein Messer im Rücken oder knockt mich aus. Und dann läuft er an mir vorbei. Und ich, zum Glück. Ich bin so glücklich in dem Moment. Bis ich dann merke, dass er vor mir ist und so hinterher schaut. Ich bin das geworden, wovor ich Angst hatte. Ich bin das Monster geworden, wovor ich Angst hatte. Mit meinen 2,10 Meter stehe ich hinter ihm. Wie der Slenderman. Nachdem, dass ich irgendwie wie ein komischer, 3 Sekunden lang voll komisch verhalten habe, steht er vor mir und denkt genau das Gleiche, was ich vorhin gedacht habe. Und ich merke es auch, es hat es bestätigt, als er einfach schneller laufen. Und ich wusste, okay, es ist ein Missverständnis, einfach weil ich mich getrippt habe. Und ich wollte es klären. Und ich habe mich dann gerufen, ich so, hey, was schnell, hey! Und er hat einfach säckeln. Und ich konnte das nicht auf mich ruhen. Ich konnte das auch nicht auf mich ruhen. Ich wollte nicht, dass er heimgeht und irgendwie ein Trauma hat. Ich weiß nicht, sein Leben lang irgendwie meint, oh, in dieser Nacht wäre ich fast umgebracht worden von einem 2,10 Meter Dude. Ich wollte das nicht. Also bin ich ihm nachgesäckelt. Ich so, hey, warte schnell! Es ist Missverständnis! Ich habe gemeint, du hast mich killen! Und er hört nur, killen! Und säckelt noch schneller. Und ich bin ihm nachher. Ich habe ihn auch aufgeholt, ich mache diese Schritte nicht vergessen. Ich bin ein Gazelle. Ich mache. Usain Bolt, hast du ihn gesehen? Ja, irgendwann hält er auf. So bin ich. Ich habe ihn aufgeholt, ohne Knäuel. So, hey, lass mir zu, es ist ein Missverständnis. Ich habe gemeint, du willst mich killen. Ich habe gemeint, du bist der Psycho, aber ich bin der Psycho. Es tut mir leid, okay? Und dann. Er so, okay, sorry. Lass mich in Ruhe. Und dann hat mir sein WC-Papier gestreckt. Dann bin ich mit WC-Papier, hey, und ich gehe jetzt lange nicht raus, weil die ganze Situation tut mir echt gar nicht gut, habe ich gemerkt. Und bleibe daheim. Ja. Wie groß ist der? Das war der Capirano. Ich muss nicht viel dazu sagen. Google Capirano, Insta, Facebook. Ich sehe tausende von Videos. Online-Talent, Talent auf der Bühne. Grossartig.